Ne? Beziehungsweise, ja, was heißt dazwischen schiebe, sondern einfach mal mache. Ich hoffe, ihr seht mich gar nicht so doll, weil das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ihr mich seht, so wer weiß wie doll. Hallo. Sondern eher geht es natürlich hier drum. Das ist hoffentlich halbwegs gut zu sehen. Das Päckchen und in der anderen Kamera sollte das auch passen. Ich guck mal gerade, ich mache hier den mal ein bisschen größer, dass ich das hier completely sehen kann. Genau. Chat sollte ich teste mal. Scheiße. Nee, da ist der Chat nicht. Wartet mal. Doch, ich. Doch, da kommt er. Ja, ein bisschen Delay ist drin, aber ihr seht sogar den Chat. Perfekt, einwandfrei, so läuft das. Ja, so viel zum Thema. Das wurde hier aktualisiert. Schade, dass das nicht der Fall war, weil ich immer noch offiziell als Alarmstufe Rot laufe. Da war dann Twitch wohl ein bisschen langsam. Kleinen Moment. Die Zeit möchte ich mir jetzt kurz nehmen. Du bist behindert. Echt. Ich muss es einfach so sagen. Sorry für die Wortwahl. Just Chatting und ich habe Unboxing von dem Drucker. Bitte aktualisiere mir das, weil sonst hat man halt wieder dieses Problem. Kann raus. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, in YouTube habt ihr die Ankündigung gesehen. Ich hoffe es einfach mal. Fertig. So. Mehr bleibt mir jetzt auch nicht über. So, passt, passt, passt. Oh, ich hasse dich. Ey, warum kriegt das Twitch nicht hin? Echt nicht. Das ist doch scheiße. Jetzt hat er es hinbekommen. Sehr gut. So, wie gesagt, jetzt wird das Ding ausgepackt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir. Dafür mache ich den Stream immerhin. So. Ich mache das mal ein bisschen nach oben. Und wenn er mich nicht hören könnt oder sowas, sagt er mir bitte Bescheid. Wie gesagt, ist nicht mein erster Ender 5 Pro. Ist mittlerweile mein dritter. Hallihallo, THZ Miss. Also ich denke mal so in Richtung Thanks Miss oder Christmas oder wie auch immer. So. Jetzt natürlich der Karton erstmal runter. Klar, man kennt ihn. Einen kleinen Moment. Obwohl, ihr dürftet das ja fast. Hey, das ist geil. Ihr seht das fast sogar noch. Das ist cool. So, Heftchen ist klar. Logisch. Ich höre dich nicht. Ich hoffe, du hörst mich jetzt gleich, weil ich dann wieder dichter am Mikrofon bin. Hier haben wir das. Ich halte das mal immer ein bisschen ins Display. Und zwar haben wir hier das Display des Druckers. Moment. Ich habe die anderen beiden habe ich ja mittlerweile seit einem halben Jahr. Und hier haben wir das Display. Das wird dann so im eingebauten Zustand aussehen. Hier, ihr kennt es ja selber. Na, nun komm, ab hier. Zack. So, da habe ich ein halbes Jahr, also ich habe jetzt vor, was weiß ich, 2 oder 3 Wochen, habe ich jetzt endlich mein Ersatzdisplay bekommen, weil das von Anfang an kaputt war. Hier haben wir den Extrudermotor. Ich höre dich nicht, hallo. Immer noch nicht? Kleinen Moment. Das wäre scheiße. Hallo. Immer noch nicht? Also, ich höre mich definitiv im Stream. Dann ist bei dir was nicht in Ordnung. Guck mal bitte nach, weil ich habe jetzt gerade bei mir den Sound angemacht. Wie gesagt, hier Extruder. Der ist für das Filament schieben rein in den Drucker notwendig. Und das war's dazu. Man hört dich nicht. Warum hört ihr mich nicht? Ich höre mich aber. Ja, jetzt. Ah, okay. Sehr gut. Ja. Also, jetzt immer noch, oder? Hoffe ich mal. Also, wie gesagt, wenn ich. Also, mein Mikrofon ist ja hier. Und wenn ich gerade halt am Drucker bin und mal halt was rüberhole kurz, dann hört man mich natürlich nicht. Was ist das? Na, wie der Titel schon sagt, der nächste 3D-Drucker. Kleinen Moment.
Was dauert? Wieder von dem Mann hier rum? Das ist der Vorteil an zwei Kameras. Man kann ja einfach mal die andere auch noch so ausrichten. Dann passt das. Die einzelnen kleinen Testrollen vom Filament her, dass man halt immer noch einen Test machen kann. Man hört mich definitiv. Klein Moment. Noch einen Test machen kann. Ja, also man hört mich auf jeden Fall. Sorry. Man hört mich Nico, dann definitiv. liegt Klein das an Moment. dir. Noch einen Test machen kann. Moment. Nicht, aber. Und das hier ist sozusagen die Zentralunit. Darauf basiert das alles. Mal, ich packe das erstmal hier so hin, dass ich mich erstmal hinsetzen kann gleich. Und dann geht der Spaß los. Hält das? Geht es weg. Dass ihr von beiden seid da. So. Also ich sehe es, ich gucke mir den Stream live auch an und ich sehe mich und ich höre mich auch. Also dann muss es ein Einstellungsproblem bei euch sein. No front. So. Also, zusätzlich noch gesagt, kleinen Moment, ich zeige euch das mal gerade. Da hinten stehen meine anderen Drucker, die sind auch gerade am Drucken. Und eventuell werde ich dann mal mit der kleinen Kamera, die habe ich nämlich portabel, da die, die habe ich portabel so gemacht, dass ich die jetzt hin und her schieben kann und dann passt das. So, Black Screen. Also wie gesagt, ich gucke mir das auf Twitch halt gerade an und das läuft. Ich arbeite immer noch für die Telekom. Ich habe nie, also bei der Telekom habe ich kurzzeitig gearbeitet und zwar als ich in der Ausbildung war. Da habe ich bei der Telekom gearbeitet, aber danach war es im Subunternehmen für die Telekom. Da bin ich auch immer noch, aber mittlerweile ist das, was ihr hier seht, mein Arbeitsplatz. Das heißt also, ich bin jetzt mittlerweile im Homeoffice und das hat nichts mit Corona oder wie auch immer zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass ich mittlerweile im Innendienst bin. Also sprich, ich bin jetzt der Disponent für die anderen Leute, die halt draußen die Techniker sind und schustere denen die Aufträge zu. So, hier haben wir die Führungen bzw. halt die Profile, die Metallprofile. So, zack, zack, zack. So. Zack, die werden dann halt danach alle zusammengebastelt. Ich denke, ich gebe mir jetzt mal so roundabout, würde ich sagen, gebe ich mir mal für den Drucker 40 Minuten ungefähr. Dann sollte das Ding eigentlich stehen, weil ich, wie gesagt, den schon in dem Fall jetzt zweimal aufgebaut habe. Und das sollte eigentlich exakt dasselbe sein. Klar, ist ein halbes Jahr her, aber das sollte jetzt nicht wirklich schlimm sein. Kleinen Moment. Wie findet ihr das mit den zwei Kameras? Das ist, glaube ich, besser, oder? Weil dann hat man doch noch mal immer eine andere Möglichkeit, hier so noch mal was zu sehen, was man eventuell auf der anderen nicht sehen würde. Hoffe ich einfach mal. Packt ihn. Nee. Nee, 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 nee. Zocken ist heute definitiv nicht angesagt. So, gucken wir mal. Zack.
So, jetzt haben wir hier unsere Unit. Da ist sozusagen das Netzteil mit drin verbaut. Und das Herzstück des Druckers im Prinzip. Darauf wird jetzt alles aufgebaut, im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt gucken wir mal. Ich gucke trotzdem nochmal kurz. Hauen wir einfach mal weg. So. Also ich gucke nur mal ganz kurz, weil im Prinzip hat man das immer auch hier nochmal abgebildet. Theoretisch bräuchte man nicht mal eine Anleitung, aber ich will es trotzdem nochmal so ein bisschen, um mich wieder rein zu fuchsen, mir anschauen. Aber die grobe Sache war eigentlich ganz klar. Man hat zu jedem der Drucker im Normalfall wird man mit Werkzeug zugeschissen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also hier haben wir wieder Werkzeug en masse. Kann ich auch hier nochmal reinzeigen. Mit Kabelbindern und dem ganzen Pipapo. Also da, wie gesagt, braucht man im Normalfall gar nichts Eigenes irgendwie vorher da kaufen, wie auch immer. Da wird man nochmal zugeballert. So, zack. Wofür? Für ganz viele Sachen. Also das fängt an mit, hier, bestes Beispiel, hier, Halterung fürs Auto, fürs Handy, im Auto, im Trinkbecherhalter da. Wisst ihr, was ich meine? Dosenhalter. Oder Halterung für eine Sonnenblende und allen möglichen Scheiß. Also wirklich, ja, da fallen eben immer wieder Sachen ein, die man da machen kann. So, zack. Gucken wir mal. Na, du komm raus hier. So. Wieder eine neue geile Zange. Die sind richtig, richtig cool. Die sind wirklich richtig cool. Die sind mega scharf. Aber die brechen auch relativ schnell kaputt. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn man davon mehrere hat. So, jede Menge Schrauben. Da muss man genau aufpassen. Manche sind kürzer, manche sind länger. Wenn man da die falschen nimmt, ist das Thema schnell mal gegessen. So, hier, ich werfe das einfach mal alles hinter meinen Monitor, dass mich das nicht so wirklich hier stört, weil ich hätte es normalerweise auf dem Boden gemacht, aber für euch ist das dann blöd zu sehen und ich wollte euch möglichst weit entgegenkommen, sage ich mal, dass ihr halt eben auch halbwegs was sehen könnt. So, Müll, wieder dahin. Das ist der Spulenhalter, den kann ich später zusammenbasteln. Da wird die Filamentrolle dann am Drucker befestigt. Moin Meister! Hi! Der Drucker kostet, also ich habe mir jetzt für 270 gezogen und die anderen beiden, was ja die gleichen sind, die habe ich für 330, glaube ich, gekauft. Und ja, ich weiß nicht, ob das, also für mich ist das. Hört sie jetzt, nee, ich denke, das hört sich nicht abgehoben an. Für mich ist das in meiner Meinung nach sehr wenig Geld, weil der funktioniert richtig gut und da hat man keine Probleme mit großartig. Und da, ja, wenn man es halt richtig anstellt, sage ich jetzt mal, kann man damit ja auch was Geld verdienen. Das ist ja jetzt nicht so, dass das dass man da gar kein Geld wieder mit rausbekommt, sage ich mal. Weil wichtig für mich, sage ich jetzt mal, ist immer so, dass ich das halt nicht aus Jux und Dollerei mache. Also klar, Jux und Dollerei, also es macht mir natürlich Spaß, ganz klar. Sonst würde ich es nicht machen. Aber im Sinne von, dass man halt auch mal sagt, gut, okay, ich kann das und das drucken und kriege da halt auch ein bisschen Geld mit generiert. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt gönnen wir uns das mal ganz kurz. Das war, kamen die zuerst ran oder nicht? Ah, genau. So, gönnen wir uns. Und das sind nämlich die M5 und davon die 25. Ich zeige euch das nochmal kurz. Geht das? Ich glaube ja, oder? Ja, 5x25. Ganz wichtig, nicht verwechseln. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen, aber ich denke, das sollte passen. So, das heißt also, die lege ich mir so hin, dass ich genau weiß, okay, das sind die, dass ich damit nicht durcheinander komme. So, die packe ich mal hier hin.
Und jetzt wird das Ding gebastelt. Glaube, die sind breit, ja genau, die sind breiter als tief. Das mache ich jetzt mal. Weil sobald ich davon eins zusammengesetzt habe, steht der dann eh schon. So, gucken wir mal. Brauche ich die nämlich nicht mehr festhalten. Also wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen komplizierter für mich hier. Aber ich mache es einfach, dass ihr das besser sehen könnt. Ich glaube, das ist dann so eine Win-Win-Situation, weil wenn ich, wie gesagt, das irgendwo zusammenbastel, wo ihr da gar nichts erkennen könnt, ich glaube, das macht keinen Sinn. Hat mir nämlich beim letzten Mal nicht so gefallen, als ich gelivestreamt habe und den ersten davon aufgebaut habe, was ja, wie gesagt, jetzt schon eine Weile her ist. Kleinen Moment, ich halte mal kurz den Maul. Und zwar war das folgendermaßen, ich habe den zusammengebaut und hatte die Problematik, dass die Kamera ewig nicht richtig fokussiert hat. Und das hat mich halt schon ziemlich abgefuckt, bin ich ganz ehrlich. Und da habt ihr das alles nicht so richtig sehen können. Und das ist natürlich scheiße. Also klar, Ton muss natürlich auch sein, logisch. Aber da ist natürlich dann so mehr der Fokus auf dem Bild, sag ich mal. So, schauen wir mal. Ja, Russian Tiger, mir geht's super. Also passt, alles gut. Alles gut. So. So wie Marco Degenhardt, wenn er am Auto fahren ist. So, ziehen wir die hier fest. Auch nicht zu fest ziehen am Anfang, aber wiederum, die können eigentlich. Die können eigentlich richtig zugeballert. Oh, meine Nase. Die können eigentlich richtig zugeballert werden. Das ist eigentlich kein Thema, kein großes. So. Ja, weil nämlich sonst muss man den Drucker wieder hochheben. Und wenn der halt zusammengebaut ist, schon passt, dann wird das natürlich auch nicht leichter. Oh. So, nächstes Profil. Das kommt dann hier ran. Und jetzt steht der nämlich schon alleine. Und ich kann da... ich muss den jetzt nicht mehr festhalten. Ihr seht es ja gerade selber. Und der ist dann im Prinzip... Also jetzt ist der ja um 90 Grad nach hinten gedreht im Prinzip. Das heißt also, jetzt steht der auf seiner Hinterseite. Und mit dem Boden des Druckers guckt er zu mir. Und unten drin ist halt das Netzteil des Druckers. Was ich finde, ist, der Drucker selber ist sehr leise. Also man kann nebenbei im gleichen Raum schlafen. Das geht. Muss man sich dran gewöhnen, sag ich mal, aber es geht. Es ist wirklich machbar. Was ich doof finde, ist, wenn man die grundsätzlichen Komponenten so leise macht, warum macht man die Lüfter nicht leise? Also, weil die sind echt laut. Moment, ich sehe gerade, der erste Drucker ist fertig mit dem, was er machen soll. Ich guck mal, ich drehe mal die andere Kamera um, dass er sieht, was ich hier am... Also, ich sage mal, wo ich hin bin. Ja, das ist in Ordnung. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wie viele Drucker hast du jetzt schon? Also offiziell ist es mein sechster. Ich habe aber nur noch jetzt vier, weil ich mittlerweile zwei wieder verkauft habe. Der eine davon ist der erste, den ich hatte. Ich habe mit dem Arnet A8 angefangen. Das ist so ein, ja, das ist so der preisgünstigste im Prinzip. Hab mir dabei ein paar, ich will gar nicht sagen, hier wer weiß was angelernt, sondern ein paar Fertigkeiten halt angeeignet. Und ich habe den Vorteil gehabt, ich war so weit clever, dass ich gesagt habe, ey, pass auf, ich kauf mir lieber gleich für ein bisschen mehr Geld
einen Gebrauchten. Jetzt sagt ihr, hä, wieso, hä, gebraucht, mehr Geld, ist der behindert? Warum zahlt ihr Gusor für ein gebrauchtes Teil mehr? Kann ich euch ganz genau sagen. Und zwar war der schon umgebaut. Das heißt also, da waren schon einige Tuning-Sachen hinterlegt, die schon da drin waren, aber schlussendlich war der mir einfach zu laut. Und dann konnte ich halt nebenbei nicht pennen. Und da bin ich auch ganz ehrlich, der war so laut, was heißt so laut? Aber ihr wisst ja, manche Geräusche gehen ja auch durch Wände durch und auch durch Decken. Und wenn ihr da so ein komisch monotones Geräusch immer wieder habt, wenn der irgendwie an einen Anschlag kommt oder sowas, da hatte ich echt, bin ich ganz ehrlich, da hatte ich echt Schiss, dass sich eventuell mal ein Nachbar meldet und sagt, ey, wie sieht's denn aus? Du, ich kann hier wegen deinem Scheiß nicht pennen. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Da hatte ich absolut gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich gewechselt auf die Ender Pro, also auf die Ender 5 Pro. Und die waren halt, ich kann fast sagen, flüsterleise. Und deshalb bin ich dabei geblieben. Und wie gesagt, die sind halt nicht exorbitant teuer. Also wie gesagt, das muss man alles in der Relation sehen, ja. Wenn ich jetzt überlege, wie gesagt, für den zahle ich jetzt 270 Euro. Ich habe nichts irgendwie günstiger von irgendjemandem gesponsert bekommen oder sowas. Aber ganz ehrlich, das ist nicht viel Geld. Also muss man jetzt einfach mal so sagen. Und wenn man halt, wie gesagt, halbwegs clever ist und hier und da mal was macht, was man halt selber entworfen hat. Also ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, guck mal hier, ich kann mir das und das runterladen und das downloaden und dann drucken und dann so nach dem Motto, oh, hier, ich bin der Gott des 3D-Druckens. Davon habe ich nie was gehalten. Und deswegen habe ich das immer wirklich selber probiert und gemacht und getan. Wie jetzt zum Beispiel die Halterung fürs Handy halt in diesem Becherhalter. Wenn man das halt selber macht und da selber verstanden hat, was man da macht, dann macht das viel mehr Gaudi, finde ich. So. Und wenn du da halt dann, wie gesagt, ein bisschen clever bist, kannst du dir da auch den einen oder anderen Taler auch mal dazu verdienen. Bin gleich wieder bei euch. Guck mal, was So, da bin ich wieder. Jetzt haben wir eigentlich den kritischen Punkt schon erreicht, also überschritten, sage ich jetzt mal, also hinter uns gelassen. Aber eine Sache gefällt mir nicht, das ist hier nicht so ganz linear, nicht so ganz gerade ausgerichtet. So, so ist es besser. Ja, so ein bisschen sollte man darauf achten. So. Was mir an dem Drucker eigentlich nicht gefällt, sind, wie gesagt, die lauten Lüfter. Die gefallen mir nicht so, bin ich ganz ehrlich. Und was mir auch nicht so gefällt, ist das Kabelmanagement. Bin ich ganz ehrlich, habe ich schon besser gesehen, definitiv. Weil ihr seht es dann auch am Ende. Hoffentlich seht ihr es am Ende. Aha. Dass die Kabel doch so rumliegen, wo du dir denkst so, naja, hast du dir doch zusammengebastelt, oder? Das sieht man. Oh, geil. Ich freue mich. Ja, jetzt mal ohne Spaß, da freue ich mich echt. So, das passt. Jetzt kommt das obere Teil. Da ist, ich zeige euch das mal gerade, da ist so die ganze Technik drin. Also das heißt, hier haben wir das Hotend. Das heißt also, hier ist meine Düse drin. Ich drehe es mal um für euch. Kleinen Moment. Zack, zack. Hier ist meine Düse drin und da wird dann dieses Filament durchgedrückt und dann ist es so, dass das halt erhitzt wird. Dadurch wird das Filament halt flüssig und dann kann es losgehen. So, den packen wir mal hier so hin. Wie gesagt, Vorteil natürlich definitiv, wenn du das Ding selber schon mal zusammengebastelt hast, dann weißt du, wie das Ding zu laufen hat und wie das Ding halt zusammenpasst und alles. Ja, zack, zack, zack. Passt, läuft. So, was Drifty120 schreibt. Jo, was geht? Die Druckbetten vom Ender sind mir immer zu winzig. Du, Drifty, dafür habe ich ja den großen. Ich habe ja den CR10 S5 und der macht ja 50x50.
Und damit bin ich ja zufrieden. Das reicht mir ja aus, wenn ich jetzt mal etwas größere Sachen habe. Also das ist nicht das Thema. Ich weiß aber genau, was du meinst. Die Sache ist durchaus berechtigt, dass man sagt, ey, pass auf, das Druckbett ist mir zu klein, klar. Das Filament ist trotzdem der Hammer. Naja, je nachdem, was man für Filament nutzt. Also ich nutze das nicht von... Haben die Creality ein eigenes Filament? Kann durchaus sein. Aber da bin ich außen vor, weil ich so eine, ich sage jetzt mal, Special Connection habe. Und ich kriege Filament relativ günstig. So, dann kommen wir zu den Fakten. Das Teil kommt hier rein. Das wird jetzt erstmal nur so angedacht. Ja, scheint zu passen. Die hier rein, dann die hier rein. Und wie gesagt, hier mache ich es jetzt so nicht gleich erst, wer weiß, wie dolle fest anziehen, sondern wirklich erstmal so ein bisschen lose raufpacken und dann gucken, ob das alles passt. Dann kann man den gut ausrichten und dann läuft das. So. Ist das hier so richtig? Ja. Oh, scheint so. Nein! Ah, okay. Ja, schönes Ding. Habe ich nicht drauf geachtet. Das ist ein Fail, aber ist nicht schlimm. Ja, das ist ein Fail, aber gehört auch dazu. So ist es hier nun mal. Ein Profil verkehrt rum aufgestellt. Ach! Ja. Jetzt habe ich verstanden, Drifty. Ja, ja, klar. Jetzt hat's Klick gemacht. Ja, ja, ja. Da war ja was. Ah, als du gesagt hast, Insider. Ah, ja, okay. Alles klar. So, also. Jetzt. Ja, dann hoffe ich mal, dass dir das TPU gefällt. Das ist richtig geile polnische Transparent. Nee. Stopp. Das Transparente ist kein polnisches. Das ist aus Österreich. Der TPU ist aus Österreich. Aber das andere, was ich sonst noch habe, wo ich jetzt zum Beispiel am Drucken bin, das ist ein polnisches Filament und das ist der kranke Scheiß. Also... Das zieht halt dir echt schon die Hosen runter. Muss ich echt sagen. Das ist echt geil. So. Ah ja, doch. Nee. Hast du recht. Ja, jetzt wo du sagst. Transparent rot. Ja, klar, logisch. Das ist polnisch. Da hast du recht. Ich dachte, du meinst das transparente TPU. Ja, verstehe. Deswegen habe ich immer zwei Hose. Ja, genau. Ja, wie gesagt, das sind jetzt kleine Insider, das ist ganz klar. Da könnt ihr, der Rest sozusagen, der Crew kann damit nichts anfangen. Aber das ist auch nicht schlimm. So, zack. So, der Drifty 120 kennt mich nämlich privat. Nur mal so. So. Ja, sollte passen. So, gucken wir mal, ob das hier läuft. Aber wie gesagt, ich glaube, das mit den... Ich guck mal gerade. Ja, auf der zweiten Kamera sieht man gar nicht so viel, würde ich mal fast denken. Aber ich glaube, immer noch interessanter als nur eine. Da sieht man noch, oh, da wuselt da dann doch noch mal ein bisschen bei rum. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das passt. So, jetzt haben wir die hier gleich dran. Ne? Das passt. Andere Frage an dich, Drifty, hast du das TPU schon alles ausprobiert? Was geht da? Ist das nice? So, haben wir's. Ja, ordentlich festgezogen sind sie jetzt. Jetzt weiß ich ja auch, dass ich sie anziehen kann. So, passt. Und kann auch sein, dass meine Tochter gleich noch reinkommt. Der habe ich gesagt, du pass auf, kein Thema. Komm ruhig rein. Du musst nicht denken, dass ich dich hier irgendwie aussperre, weil die ist alt genug, um zu sagen, ja, ich will bei einem Livestream dabei sein oder nicht.
Das ist was anderes, wenn man jetzt, also so sehe ich das zumindest. Das kann auch jeder sehen, wie er möchte. Aber ich finde es jetzt auch nicht so unbedingt cool, wenn man jetzt sagt, ey, guck mal hier, das ist hier meine dreijährige Tochter oder mein dreijähriger Sohn, je nachdem. Die rennt dann irgendwie im Livestream rum oder sowas. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, meine Tochter ist in meinen Augen alt genug dafür, dass die sich da dazu oder dagegen entscheiden kann und sagen kann, gut, okay, ja, ist in Ordnung. Und wichtig natürlich bei so einer Sache, man muss das natürlich klar kommunizieren. Also wenn ich ihr jetzt sage, ey, pass auf, ich mache halt jetzt einen Livestream, wenn du möchtest, komm gerne rein, ist kein Thema, dann ist das was anderes. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel davon nichts wüsste und dann reinkommt und sagt, oh, Papa, Papa, hier, ich habe das und das Problem oder wie auch immer und da ist man live, ist ja nicht so cool. Also von daher immer den Leuten, also wenn ihr mal selber irgendwie Livestreamen solltet, immer den Leuten Bescheid geben, dass er sagt, ey, pass auf, hier, jetzt nicht irgendwie hier nackig rumspringen. Man kennt ihn! Ja. Kommt die Freundin rein, bäm, Junge. Aber das ist bei mir nicht schwierig, weil ich habe keine Freunde. So sieht's aus. Also für die, die mich hier noch länger kennen, sage ich mal, ich war ja eine sehr lange Zeit verheiratet. Eine sehr, sehr lange Zeit verheiratet. Und das ist auch gut so gewesen. So ist es nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich bereue das. Aber die Zeit ist nun vorbei. Und ja, da ich nicht einer bin, der jetzt hier von einer zur anderen springt, sage ich jetzt mal vorsichtig, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Real Talk und Gusor. Dann sage ich mir lieber, nee, dann lieber nicht. Und dann ist das so. Mal, ob wir das hier so hinkriegen. Ja, aber das sollte laufen. Aber ich finde das geil, dass man das so gut auf der Cam erkennen kann. Das finde ich wirklich cool. So. So passt. Lieber nicht zu assi festziehen. Aber schon so, dass es hält. So. Hier auch nochmal kurz einmal. Oh, da können wir noch ein paar Mal mehr machen hier. Jo, läuft. Und auch hier. Was sagt ihr? Habt ihr vielleicht, hat es vielleicht einer gesehen? Das neue Gaming-Zimmer von Monte? Also ich habe ja mal kurz reingeguckt. Ich dachte schon so, boah, was sah die Waldfee? Also hat er sich hart gegönnt. Besonders mit dieser seitlichen Kamera da, die, wo er ja noch bis eine Ameise in den Hintern zoomen kann, sage ich mal. Mann, oh Mann, das läuft. Und dann auch eine Aquariumscam. Ich finde das voll gut, dass der dazu durchzieht mit dem Aquariumzeug. Weil ich bin gar kein, also ich sag mal, man guckt halt mal ein Aquarium an oder sowas, aber ich bin jetzt gar kein Typ, der sagt, oh hier, das ist voll meins. Aber das ist seins so und der findet das geil. Und warum soll der da auch nicht sagen, ey komm hier, das ist mein Hobby. Ihr dürft euch das jetzt die ganze Zeit hier gönnen. Und wenn ihr nicht wollt, dann halt eben nicht, wa? Also, das finde ich gut. So. Guck mal, passt das? Und ich nehme mal ein bisschen WD-40 und dann läuft das definitiv. Geht das? Ja, scheint zu klappen. So. Ja, wie gesagt, zusätzlich bin ich noch ganz, ganz überrascht darüber. Es gibt kaum Videos zum Ender 5 Pro, wo ich mir sage, warum? Warum gibt es zu diesem Drucker so wenig Videos? Weil ich mir sage, das ist ja nun wirklich so, ja, ich will jetzt nicht sagen, eines der meistverkauftesten Drucker, aber ich sag mal hier so Ender 3 und so weiter und so fort, die sind nun wirklich, die findest du bei YouTube ewig oft. Und wenn du jetzt Ender 5 eingibst, da wird das schon ziemlich schnell ziemlich wenig. Verstehe ich irgendwie nicht so ganz. So, und jetzt haben wir hier schon, ja, ich sag mal, das Grobe des Druckers im Prinzip aufgestellt. Dass wir sagen können, gut, okay, das passt. So, bin gleich wieder bei euch. Da ist er wieder.
Hallihallo, Hallöle. So. Jetzt haben wir das. Wartet mal. Note, tighten the four screw on top, then tighten the side screws. Ja, das macht Sinn. Das ist klar. Das sind aber so eine normalen Sachen, die in meinen Augen logisch erscheinen. Aber klar, die müssen das natürlich sagen, weil man könnte ja auch komplett unbedarft sein. Und dann müssen die das natürlich erstmal so erklären. Das ist ja schon vollkommen verständlich. So, haben wir den hier. Dann haben wir noch einmal die anderen langen Screws. Ne, die kurzen. So, zack. So, jetzt gucken wir mal hier. Drifty hat noch was geschrieben. Ich würde sagen, dass das Druckbett zu klein ist. Schaue dir mal die Tronks hier. Nein. Oder der 500 kostet noch. Nein. Geht ja gar nicht darum, dass das Druckbett zu klein oder zu groß ist. Darum geht es bei dem Drucker gar nicht. Gar nicht. Es geht bei dem Drucker einfach nur, ganz einfach nur darum, dass der 270 Euro kostet und dass ich dann nicht zweimal das gleiche drucken kann, sondern dreimal das gleiche zeitgleich und da natürlich eine ganz andere Menge an Material verarbeiten kann. Und ich bin ganz ehrlich, ich komme selten an die Grenze von dem Bauraum, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist es für mich gar keine in gar keiner Relation zu sagen, ja gut, okay, dann nehme ich mir einen, der ein größeres Druckbett hat, weil haben es besser als brauchen. Ja, schön, wenn ich es aber, wie gesagt, halt nicht brauche und für alles Große habe ich halt den großen Drucker, dann passt das. Und guck mal, zwischen 600 und 800 Euro, ganz ehrlich, da habe ich ja schon wieder zwei von dem, beziehungsweise fast sogar, wenn man es jetzt so ganz genau nimmt, fast sogar drei. Und da sage ich mir dann, nee. Da sage ich dann lieber Masse. Statt Klasse. Und zumal Klasse ist es ja auch. Also ganz ehrlich, das ist ja geil. Also die Verarbeitung und sowas, die ist ja echt cool. Sonst hätte ich mir nicht nochmal gekauft, bin ich ganz ehrlich. Also man macht ja nicht dreimal denselben Fehler. Außer man heiratet dreimal dieselbe Frau. So. Wo habe ich jetzt meinen hier Imbusschlüssel? Da. So. Gucken wir mal, dass wir den hier zumindest anheften können. Sage ich mal, dass das Ding halbwegs hier. Ja. Ja, ich dachte mir nämlich schon, ich war nämlich mit meiner Tochter bei meinen Eltern übers Wochenende und dachte mir, oh cool, machst du morgen Livestream oder machst du den später oder wie immer? Und dann dachte ich mir, ach nee, eigentlich ist das doch gar nicht schlecht, wenn man das auf den Sonntag macht. Da hat jeder noch mal Zeit. So, ich denke auch, dass man Strom spart, oder? Ein großer, der die drei Teile auf einmal druckt, statt drei, die alles einzeln drucken. Nee. Ist nicht der Fall. Kannst du durchrechnen, ist definitiv nicht der Fall, weil ein großer hat ja auch ein großes Druckbett. Und klar, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die Kleinen haben halt dann auch drei Druckbetten. Klar, berechtigte Aussage, auf jeden Fall. Aber ich finde Folgendes, bei den Kleinen habe ich es halt ganz, ganz oft, dass ich das Druckbett gar nicht anhaben muss. Und dann ist der Siegeszug in meinen Augen von den Kleinen definitiv da. Nächste Situation ist die, ganz ehrlich, also wenn der Große kaputt ist, dann hast du einen Drucker, der kaputt ist und nicht geht. Klar, ich weiß, bei dir ist das was anderes, du machst das schnell wieder heile. Aber ich meine mal, ja, bei mir ist es einer von vielen, der halt nicht geht. Na und? Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Genau, richtig. Also ich habe den, und wie gesagt, bei mir ist jetzt zum Beispiel so, dass ich für die Sachen, die ich jetzt gerade am Drucken bin, da will ich halt wirklich 100% Qualität und da
mache ich's. Geh doch mal da rein, du Sau. Sorry für meine Sprachauswahl hier. Da mache ich es halt so, dass der auch beheizt wird, aber bei PLA mache ich es zum Beispiel so, ich habe das Bett auf 40 bis 45 Grad und das war's. Und ganz ehrlich, das macht den Kohl nicht fett. Also ich habe da ja auch eine schaltbare Steckdose dran, die ja auch wiederum den Strom misst. Ganz ehrlich, hier, komm, gönnen wir uns doch mal. Gönnen wir uns da einfach mal. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir drei Drucker zu laufen. Ja? Drei Drucker sind zu laufen. Und wir nehmen jetzt gerade... ...161 Watt. Für drei Drucker. Drei. Also ich glaube, da muss ich nichts zu sagen, oder? Also da braucht man nicht mit dem Thema Strom anfangen. Also natürlich, klar, Strom ist ein Faktor, besonders wenn man es halt auf lange Zeit sieht, braucht man nicht drüber reden, ganz klar. Aber so ist das schon ganz in Ordnung. So, jetzt haben wir die. Den haben wir fertig, den haben wir fertig. Das Ding fährt hoch, das wäre so, genau, passt, alles gut. Ich muss echt sagen, ich finde das echt sehr gut, dass man den so gut hier im Stream sehen kann, weil das ist ja wirklich alles komplett zu erkennen und für alles andere hätte man im schlimmsten Fall die andere Cam. Sehr, sehr schön. Freut mich. So, jetzt brauche ich die anderen Screws und zwar die 4x10er. Die machen wir mal auf hier. Mach auf das Ding. So, die sind leider, da sind die Scheiben leider nicht rausgepackt worden, beziehungsweise halt wieder runtergerutscht, kann ja auch sein. Das will ich jetzt nicht irgendwie jemandem in die Schuhe schieben. Nee, aber ansonsten ist es halt wirklich schon geil, wie easy und entspannt die aufzubauen sind. Das ist schon, also wie gesagt, ich bin nicht so der Heimwerker-König. Also ich krieg schon eine Schraube in die Wand so, oder einen Nagel in die Wand. Eine Schraube ja dann eher in den Dübel und der Dübel ist in der Wand. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich bin da jetzt nicht so der Geek. Genau, ich würde mich nie als Geek bezeichnen. Genau. Und deswegen habe ich halt die Maschine oder die Maschinen und nicht irgendwelche, wo ich dann ewig am Schrauben und Tüfteln und was auch immer sein muss, weil ich da ganz ehrlich keinen Bock... Bin ich ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. So. Jetzt das Druckbett. Kleinen Moment. Das sind aber, sind das die 4x10? Genau, das sind die 4x10, davon 6 Stück. So, also wirklich hier Plug and Play. Also hier, ihr habt jetzt hier das nächste Teil. Das ist das Druckbett und das ist das abmachbare magnetische Druckbett sozusagen, wo dann sozusagen drauf gedruckt wird. Oben rauf war das, genau. Wie gesagt, ich tue mir hier mal ein bisschen schwer. Ich brauche auch ein bisschen länger, weil halt klar, das Mikrofon ist im Weg und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt einen Livestream macht und auf alles andere scheißt und sagt, oh, naja, Pech, dann hören sie mich halt nicht oder sowas, das macht ja dann auch keinen Sinn. Ich meine, dann kann man sich das Ganze auch sparen irgendwo, weil ihr wollt ja ein bisschen entertained werden. So, let me... entertain you. Ja, also wie gesagt, ich sehe das schon so kommen, dass das ganz gut läuft und dass ich da mit dem Ding auch sehr viel Spaß haben werde. Und ein zusätzlicher Vorteil noch ist definitiv der, dass man da sitzt und wenn man die Sachen sliced, also wenn ich jetzt mir ein Bauteil gebaut habe oder konstruiert habe, was ich halt, ich sage jetzt mal, 5 oder 10 Mal drucken will, dann slice ich das einmal und muss das nicht für jeden, hallihallo, na, komm ruhig drin. Und dann ist das so, dass man das nicht für jeden Drucker einzeln slicen muss, beziehungsweise kannst dich hier, wie du willst, also ja, meine Tochter, dann muss man das nicht für, kannst du erstmal auf dem Stuhl sitzen oder genau, oder so, genau. Muss man den nicht jedes Mal extra slicen, sondern wirklich nur einmal und dann kannst du die Datei halt auf jeden Drucker raufschmeißen und dann ist das fertig. Oder, nächste Problematik,
Ich habe ein Problem mit einem Drucker zum Beispiel. Und habe dann ja natürlich dieses Problem schon mit Drucker A zum Beispiel gehabt. Und wenn dieses gleiche Problem mir bei Drucker B wieder auftreffen sollte, weiß ich ja schon, was los war. Das heißt also, ich habe da selber schon da ein bisschen drinne geübt oder durfte da mich ein bisschen damit beschäftigen. So, jetzt geht es ans Display. Das heißt, das Display kommt vorne rechts, habe ich das immer. Kommt das ran? Das ist mit so einem Sicherungsschräubchen befestigt. Nee, der kommt nicht. Ah, nee, der ist zu groß. Ha, der ist zu klein. Ah, sehr gut. Ja, meine Tochter hilft mir wieder mal hier. Man kennt sie. So. Gucken wir mal. Das mache ich die hier. Also wie gesagt, die Montage, man sieht es halt wirklich, der Livestream läuft seit 46 Minuten. Und obwohl ich halt nochmal zusätzlich zum. Du kannst die anderen beiden Drucker mal, wenn die noch nicht sind, auf 130 stellen. Beide. Sieht man halt schon, dass das halt klar, wie gesagt, ich habe das schon mal gemacht, klar, aber so grundsätzlich ist das halt wirklich so, dass da, dass man da jetzt nicht mehr weiß, was für ein Stil braucht. Das geht. Also, und ich kann immer nur sagen, wenn ich das kann, dann kann das jeder. Das, weil ich will mich da nicht so ein bisschen grünen Klee loben, nach dem Motto, ich bin hier der, der alles kann oder sowas. Blödsinn. Das hat, ja. Sieht ganz gut aus. So, zack, zack, zack. So. Gucken wir mal. Jetzt ist der damit schon dran. Jetzt schauen wir mal, was wir noch brauchen. Genau. Den Rollenhalter mache ich anders ran, weil ich dann weniger Platz brauche. Das hat mir die Vergangenheit gezeigt. Und es ist halt auch wieder so ein Thema. Also, wenn ich halt jetzt schon weiß, ey, pass auf, ich komme mit den und den Maßen da viel, viel besser hin, weil das so und so besser passt. Habe ich noch irgendwas, einen anderen? Der ist der ganz große. Ah, das ist der. So. Zack. Und wie gesagt, so eine Sachen halt, wenn ich schon weiß, gut, okay, das passt halt viel besser, dann braucht der viel weniger Platz und so weiter und so fort. Dann die Nase halt immer noch. Aha. So. Ich glaube, das war. Guck mal, sind die so oder sind die so? Ja, ich glaube so, oder? Dass das. Jetzt lasse ich mir mal kurz helfen. Ja, müsste so sein. Also, so. Ja. So, jetzt packe ich hier die Rollenhalter ran. Jo, läuft. Und wie gesagt, das ist halt immer dieses Thema, dass man sagen kann, gut, okay, komm, hier alles schon gehabt, perfekt. Und man weiß, wie das funktioniert. Das klappt einfach, warum soll man sich dann was anderes holen? Blöd. Also so sehe ich das. So, jetzt kommt der Extruder noch rein. Also sprich der Extrudermotor, der wird mit einer M4x8. Ach so, ja, oh, ich wollte gerade sagen, wo habe ich denn die? Ja, hier wieder, sehr geil. Sind hier schon oben dran. Ne? Das heißt also, selbst daran haben die gedacht. Also, das heißt nicht nochmal zusätzlich irgendwie Schräubchen aus irgendeiner Schachtel rausholen oder sowas. Nein, die sind da dran, ne? Und fertig ist das Ding. Das ist echt eine Bombe. Und da bin ich der Meinung, die habe ich auch höher gesetzt, glaube ich. Die Extrudermotoren habe ich, glaube ich, nicht. Die halt nicht unten, die halt wirklich ganz oben, wa? Die sind ganz oben an dem. Ja, also wie gesagt, kann man immer gucken, wenn man halt einen schon hat. Ah, scheiße. So. Zack.
So, und das war, glaube ich. Oh, kurz überlegen. So. So müsste der sein. Ja, genau. Einmal frei. Das sieht man theoretisch. Moment, ich mache mal die kleine Kamera. Weil jetzt hier an dem, genau, weil ich jetzt an dem anderen zwei dazu bin hier. Das sieht man natürlich besser. So, einwandfrei. Auch das haben wir fertig. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ah, genau, jetzt ist es so, die ganzen Kabel, hier sieht man es, guck mal gerade. Ja, genau, die haben alle so einen gelben Clip drauf. Das heißt, da weiß man ganz genau, ah, okay, der Clip geht da rein, der Clip geht da rein, der Clip geht da rein. Das mache ich jetzt auch mal ganz kurz. Und das ist wirklich kein Hexenwerk. Ich fahre mal das Druckbett oder ich mache mal das Druckbett hoch. Ich weiß, die Spindel fässt man normalerweise nicht an, aber der ist schon normal. So, machen wir mal ein bisschen höher hier. Dann haben wir den normalen Weg, sage ich jetzt mal. So, ah, ich glaube, das reicht. So. Ich glaube, den Spindelhalter, den werde ich noch mal ein bisschen höher ansetzen. Dann habe ich hier den, ich glaube, den Thermistor für die Nozzle. Guck mal gerade. Was haben wir hier? Also, Bettthermistor, genau, den Bettthermistor. Also sprich, der Drucker muss ja wissen, wie heiß ist das Bett. Deswegen muss ich jetzt den Bettthermistor mit dem Bett befestigen, logischerweise. So, dann geht der Rest hier noch, genau. Dann fahren wir hier rein. Zack. Und da kommt dieser Schimp oder wie sich der dann nennt, dazwischen, dass die sich nicht lösen können. So, und dann kriegt man nämlich diesen PTFE-Tube oder in dem Fall ist das bei mir so ein Capricorn-Tube. Den kriegt man dann nicht rausgezogen wieder. So, dann ist der nämlich hier schön in place. Dann kann man den nicht einfach rausziehen. So, jetzt haben wir hier noch was beschriftet mit Nozzle-Thermistor, genau. Minus. Auch wieder weißes Kabel in weiße Buchse. Also, das ist nicht so kompliziert. Nozzle Heat. Geht auch. Und dann. Moment. Und hier seht ihr das halt, ich hoffe, das kann man halbwegs erkennen, dass das ziemlich durcheinander ist mit den ganzen Kabeln. Ich meine, klar, das ist halt Plug and Play und so weiter und so fort, aber das sieht hier schon, Clement, auf welcher Kamera sehe ich es am besten? Auf der kleinen. Das sieht hier schon hart scheiße aus. Sorry für die Worte. So. Was haben wir hier? E. E für Extruder. Das heißt, da packen wir den mal hier rein und den geben wir dann vorher über den. Das passt. Der muss auch nicht gesteuert, also nee, andersrum, gesteuert muss er natürlich werden, aber der muss nicht hinterfragt werden. Ey, passt da irgendwas oder ist da irgendeine Temperatur nicht richtig oder sowas? Der wird nicht abgefragt, dem wird einfach nur gesagt, hey du, mach mal bitte, gib immer schön Gas. Mehr macht der nicht, ja? So, und gucken wir mal. Egal, ob das jetzt. Naja, aber eigentlich ist es nicht egal. Ich fahre das jetzt mal kurz hoch, auch wenn das nervt. Macht man, glaube ich, auch eigentlich nicht, weil ich ja jetzt dem Motor im Prinzip was abnehme, was er machen soll. Und den soll man eigentlich ja dann nicht so schnell drehen und so, aber egal. Deswegen guckt er in den Stream, dass ihr seht, wie man es nicht macht. Haha, und fertig. So, passt. Jetzt haben wir hier halt noch ein paar Dinger und die sind halt im Normalfall komplett selbst erklärt. Das heißt, ich gucke mal gerade, was wir hier noch drauf haben.
Z. Z ist die Höhe. Gucke ich gerade mal. Z ist da. Ja, genau. Perfekt. Also, der Z-Motor ist die Höhe. Ja, da kommt. So. Den machen wir mal hier ran. Und wie gesagt, das ist alles beschriftet. Da muss man nicht groß hin und her gucken und sowas. Und das kriegt man halt wirklich, selbst beim ersten Mal, dauert das nicht lange. Also wer da drei Stunden für braucht, der hat irgendwie, der sollte sich keinen 3D-Drucker nehmen. Sagen wir mal so. So, und das ist dann der Z-Stopp in dem Fall. Da von oben ran. Ja. Passt. Super. Ich guck mal, wie ich ihn bei den anderen befestigt habe. Ja, ich glaube, den war das. Jo, da bin ich von oben gekommen. So, jetzt gucken wir mal, wie ich heizen muss. Das juckt die Motoren nicht. Wichtig nur, dass die nicht angeschlossen sind, da die Strom erzeugen. Ja, ja, klar. Ja, okay. Das stimmt natürlich auch. Aber selbst das, so krass schnell habe ich sie nicht gedreht, dass ich jetzt, ich weiß genau, was du meinst, wie du sagst, Strom erzeugt, weil es ist ja ein Generator. Bloß im Normalfall halt anders gesehen. Aber das stimmt schon vollkommen. Da brauchen wir uns in dem Fall dann keine Sorgen drum machen. So, die X-Achse. Oh, jetzt habe ich da mich hart. Okay, Moment. X ist so, genau, und Y ist vorne hinten. So, X ist also der... wie komme ich an den ran? Hier ist er. Selber nochmal. Dann wäre eigentlich. Hey, ich müsste die ja auch mal finden. Aha. Das ist X. Da bin ich mir jetzt einfach sicher. Guck mal gerade. Ja, genau. Ja. X und Y. Ich hab's nicht vertauscht. Sehr gut. Ich habe mittlerweile was dazu gelernt. Bei X und Y-Achse habe ich immer wieder vertauscht. Aber das passt. Ja, genau, meine Tochter. Genau, Quantus, meine Tochter ist auch dabei, genau. Ja, Drifty, ich habe das Video auch gesehen. Total krank auf jeden Fall mit der Geschwindigkeit. Das stimmt. Bloß da hast du natürlich dann ganz andere Probleme, weil du ja vor ganz andere Probleme gestellt wirst. Weil dann musst du natürlich erstmal eine Heizpatrone haben, die das so extrem schnell alles aufheizen kann und verarbeiten kann. Und da ist dann die nächste Limitierung. Ist mir kalt? Was? Okay. Also meine Tochter sagte gerade, ich hole mir kurz meine Fließjacke. Ist dir kalt? Nö, ich möchte nur meine Fließjacke anziehen. So, die geht an X3. Muss man genau aufpassen, da gibt es mehrere Eingänge. Ja, ich und gucken. Das wird auch immer schwieriger. Ich pack das mal zur Seite hier. X1. X2. Da haben wir es. Weil jetzt weiß ich nur, das habe ich beim ersten Drucker falsch gemacht. Und dann hat das Display nämlich nichts gesagt. So. Passt. Ich glaube, wir sind fertig. Ja, Power. Ach so, ja, genau. Jetzt gucke ich noch kurz, welche Einstellungen gemacht sind zwecks der Voltzahl. Ob das jetzt auf 110 oder auf 230 Volt eingestellt ist, das Netzteil. Aber ich denke mal, das ist schon auf 230 eingestellt. Oh, ich und gucken. Ich glaube ja, 230 sehe ich da. Ja, 230 Volt. Passt.
Das passt. Einwandfrei, das heißt also, ihr seid jetzt, Moment, eine Stunde dabei. Und ich habe ja noch ein bisschen was erklärt und das war's. Das heißt also, ganz entspannt kriegt man dieses Teil in einer Stunde zusammengebaut, ohne sich da, wer weiß was, auszureißen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das soll es sogar für heute schon gewesen sein, weil den Rest ist jetzt wirklich nur anmachen und kurz feinjustieren, fertig. Aber einfach, dass man mal gesehen habt, das ist kein Hexenwerk. Das geht wirklich relativ entspannt und macht halt Laune. Und wie gesagt, wenn man sich halt schon einen gegönnt hat, weiß man halt genau, worauf es ankommt. Und deswegen kann ich den definitiv vorbehaltlos empfehlen. Auch wenn ich hier noch zwei Schrauben übrig habe, man kennt ihn. Aber das sollte alles soweit passen. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend noch und ja, wie gesagt, ich werde das Video auch online stellen auf YouTube dann und dann kann man sich das auch gönnen. Ich wünsche euch was. Macht's mal gut. Ciao, ciao.